Herzlich willkommen zurück zum nächsten Plenum hier bei der Jahrestagung Öffentliches Bauen. Sollten Sie sich jetzt erst einschalten, schön, dass Sie den Nachmittag mit uns zusammen verbringen. Jetzt mit einem spannenden Panel, das so ein bisschen auf dem aufbaut, was wir bisher gehört haben. Es geht dort um drei Spotlights, Digitalisierung und das nachhaltige öffentliche Bauen und den Planungsprozess. Und ich begrüße die vier Herren der Runde, moderiert von Herrn Julian Hagenschulte. Ich weiß nicht, wo Sie alle sind, aber ein freundliches Hallo raus in die Runde. Herr Hagenschulte sitzt, glaube ich, in München. Worum geht es in der nächsten halben Stunde? Weihen Sie uns ein. Herzlichen Dank, Herr Leise, für die Intro. Ja, Nachhaltigkeit des öffentlichen Bau- und Planungsprozesses, Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung. Das ist das Thema der heutigen Podiumsdiskussion. Und damit möchte ich Sie auch im Namen der Organisatoren ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung begrüßen. Sie hatten es gerade schon gesagt, mein Name ist Julian Hagenschulte. Ich leite bei CBAE den Digitalberatungsbereich und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Sie in den nächsten 30 Minuten einmal durch diese Panel-Diskussion zu führen. Ziel der Diskussion ist es, das folgende Themenfeld, das ich mal so ganz kurz versuche zu umreißen, heute genauer zu betrachten. Sie wissen es ja selber, in den vergangenen 18 Monaten wurden zahlreiche Schwächen in den Unternehmen, in den Städten, in den Kommunen, aber auch in der staatlichen Verwaltung, ich glaube, man kann so sagen, schonungslos aufgedeckt. Die Mängel sind Ihnen allen bekannt. Das reicht von geschlossenen Grundbuchämtern, ausfallenden Gremiensitzungen, verzögerten Öffentlichkeitsbeteiligung, stockende Bearbeitung von Bauanträgen. Die Liste ist lang, bis am Ende des Tages zu der ja immer weiter angespannten wirtschaftlichen Lage. Viele dieser Mängel, kann man sagen, konnten kurz- und mittelfristig abgeschaltet werden. Und ja, man kann sagen, dass rückblickend eigentlich die Städte und Kommunen enorme Anstrengungen unternommen haben, um den öffentlichen Bau- und Planungsprozess aufrechtzuerhalten, mit überwiegend gutem Erfolg. Jetzt neben grundsätzlichen Exit-Strategien aus der Krise, die auch Teil dieser Diskussion sein sollen, ist mir insbesondere der Blick nach vorne ganz wichtig. Also die Fragestellung, rund um die Diskussion um den Klimawandel. Das ist ein wichtiges Thema, was wir heute betrachten möchten. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass die rechtlichen, politischen Folgen immer deutlicher spürbar werden, auch in der Zukunft. Auch die Anforderungen an den öffentlichen Bauherrn, seinen Gebäudebestand immens sein werden. Und welchen Beitrag wir als Immobilienbranche hier leisten können, insbesondere einen digitalen, nachhaltigen Bau- und Planungsprozess zu gewährleisten. Das möchte ich heute gerne mit den folgenden Sprechern oder hochkarätigen Gästen, die wir heute eingeladen haben, besprechen. Und ich werde Ihnen die einmal ganz kurz vorstellen. Zu Beginn ganz herzliches Willkommen an Herrn Dr. Burkhard Siebert auf der virtuellen Bühne. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen. Darüber hinaus noch Vorsitzender des BIM-Clusters in Hessen. Als nächstes herzlich willkommen Herrn Oliver Dolewski. Er ist Principal bei Siemens Advanta, hat sich in den vergangenen Jahren, hatte verschiedene leitende Funktionen inne, widmet sich aktuell den Themen Geschäftsmodellentwicklung und digitale Dekarbonisierung in Smart City. Und last but not least, ein ganz herzliches Willkommen auch an Sie, Herr Mirko De Paoli. Sie haben ja als in den letzten 25 Jahren als IT-Dienstleister zahlreiche Infrastrukturprojekte begleiten dürfen und sind aktuell Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Smart City. Meine Herren, ganz herzliches Willkommen und auch insbesondere herzlichen Dank schon mal an die Diskussion. Und ich würde gerne einsteigen mit einer Eröffnungsfrage, insbesondere an Sie, Herr Dr. Siebert und Herrn De Paoli. Nochmal direkt in das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar, Sie wissen ja auch, das Thema Nachhaltigkeit ist auch im öffentlichen Sektor grundsätzlich kein neues Thema. Die Frage wäre, mit welchen Chancen und Herausforderungen ist die öffentliche Hand, und da gucke ich ganz insbesondere in die Bau- und Immobilienverwaltung, mit welchen Chancen und Herausforderungen ist man dort konfrontiert? Das ist die erste Teil der Frage. Und die zweite Frage, was aus Ihrer Sicht so Digitalisierungspotenziale, über die wollen wir heute sprechen, darstellen, die insbesondere das Thema Nachhaltigkeit fördern. Genau, Herr Dr. Siebert, vielleicht mögen Sie einfach mal beginnen. Ja, sehr gerne, Herr Hagenschulte. Vielen Dank für die freundlichen Worte der Einleitung. Sie haben vollkommen richtig darauf hingewiesen, die Nachhaltigkeit bestimmt und beherrscht die aktuelle Diskussion. Und wir sind natürlich auch in allen Gesellschaftsbereichen geprägt von der Digitalisierung. Und man stellt sich dann vollkommen zu Recht die Frage, wie man diese beiden Punkte vielleicht übereinander bringen kann und Synergien schöpfen kann.
Zum Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, unbestritten, dass wir darum bemüht sein müssen, insbesondere auch bei der Realisierung öffentlicher Bauvorhaben, nachhaltig zu agieren. Zum Beispiel umweltgerechtes, umweltverträgliches Bauen fördern. Zum Beispiel Bieter fördern, die intelligente Ideen haben, um CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das setzt natürlich voraus, dass solche Bieter auch belohnt werden können und dass der Auftraggeber, der öffentliche Auftraggeber, solche Angebote auch tatsächlich honorieren kann. Und das sehen wir derzeit nicht. Aktuell sieht die öffentliche Vergabepraxis so aus, dass der Bieter, der den billigsten Preis schreibt, den Auftrag bekommt. Völlig unabhängig davon, was mit Nachhaltigkeitsgesichtspunkten der Fall ist. Und ich glaube, deshalb müssen wir, das ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg, wir müssen ansetzen bei unserem Vergaberecht und müssen den Bieter belohnen, der gute Ideen hat, um nachhaltig Baumaßnahmen zu realisieren. Den müssen wir auch belohnen. Der muss zum Beispiel Nebenangebote in der Ausschreibung auch abgeben können. Die müssen auch bewertet werden. Wir müssen wegkommen von der von dem Preis als einziges, ich betone als einziges Vergabekriterien, also müssen neben dem Preis auch andere Gesichtspunkte, auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte Platz greifen. Und wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen darf in dieser ersten Runde zum Thema Digitalisierung, die natürlich auch eine ganz große und wichtige Rolle spielt, da sehen wir eine sehr, sehr große Chance darin, um das Zusammenwirken aller Akteure der Wertschöpfungskette Bau, vom Bauherrn, Planer, Fachplaner, Bauunternehmen, Architekten, Ingenieure, um das enger zu verzahnen und schon in einer möglichst frühen Planungsphase Optimierungspotenzial zu schöpfen. Und dafür bietet die Digitalisierung, insbesondere die BIM-Methodik, ein ideales und optimales Werkzeug, was tatsächlich auch genutzt werden muss. Leider stellen wir fest, dass der öffentliche Auftraggeber hier noch eine gewisse Zurückhaltung übt. Private Auftraggeber, insbesondere im Hochbau, sind hier schon etwas weiter, haben positive Erfahrungen gesammelt und es ist jetzt an der Zeit, dass auch der öffentliche Auftraggeber nachzieht und Baumaßnahmen mit dieser BIM-Methodik plant, ausschreibt und realisiert. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Dr. Siebert. Sie sprachen ja gerade schon das eine oder andere technische Thema auch an. Das ist eigentlich eine gute Überleitung, Herr De Paroli, an Sie. Welche Punkte würden Sie denn aus Ihrer Brille und wahrscheinlich einer eher technischen Brille nochmal ergänzen? Mein Redner hat ja, also ist ja schon sehr konkret geworden und ich danke für die Steilvorlage. Ich möchte aber zu Beginn noch einmal ein bisschen weiter ausholen, ein bisschen allgemeiner werden, weil es natürlich einen Punkt gibt, den wir nicht oft genug betonen können. Also mit dem Thema nachhaltiges Bauen adressieren wir natürlich zwangsläufig die größte Herausforderung der Menschheit und das ist der Klimawandel. Also auch um diesen Punkt muss es sich drehen, wenn wir über nachhaltiges Bauen und nachhaltige, also Planung für nachhaltiges Bauen dreht. Nämlich die Frage, wie gelingt es uns, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und somit nachfolgende Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Denn das entscheidet sich im 21. Jahrhundert in den Städten. Das ist wohl unbestritten. Und deshalb liegt die wesentliche Chance für mich jetzt erst einmal darin, dass der kommunale Immobilienbestand maßgeblich zur Reduktion von CO2-Emissionen beitragen kann. Das ist sozusagen erstmal das oberste Gebot und die Messlatte sozusagen für mich. Und einige Beispiele sind natürlich da die Möglichkeiten erneuerbarer Energieerzeugung, zum Beispiel mittels Photovoltaik auf den Dächern kommunaler Gebäude, aber auch die Speicherung des produzierten Stroms, zum Beispiel durch die Nutzung der Batterien in den Fahrzeugen eines elektrifizierten kommunalen Fuhrparks. Da ist Vehicle to Building das Stichwort. Oder als Beispiel noch die Optimierung des Energieverbrauchs durch gezielte Erneuerung von Energieanlagen. Und die Herausforderung besteht für mich darin, dass bei der Planung von Gebäuden eine lange Nutzungsdauer der eingesetzten Technologien angestrebt wird. Um ein smartes Gebäude aber zu realisieren, ist eine Vielzahl von IoT-Geräten und Technologien notwendig. Und deren Lebensdauer beträgt oft nur wenige Jahre. Das Stichwort diesbezüglich ist in dem Fall zum Beispiel Obsoleszenz durch Software. Das besondere Potenzial der Digitalisierung liegt meiner Meinung nach in den digitalen Zwillingen von Gebäuden. Ich sage extra in der Mehrzahl Zwillingen, denn zum einen gehört bereits in der Planung dazu, dass ein digitaler Zwilling zum Einsatz kommt. Aber auch für den Betrieb von Gebäuden benötigen wir einen digitalen Zwilling für das Echtzeitmonitoring und die Analyse.
Und das Wichtigste dabei sind natürlich die Synergieeffekte, die sich dann ergeben, wenn man die Energieoptimierung gebäudeübergreifend denkt. Also nicht nur das separate Gebäude in der Planung und in der Ausführung zu betrachten, sondern eben halt zum Beispiel die Smart Street, die unser Kollege Stefan Slembrock in unserem Webseitenblog und in dem anhängigen Green Paper beschreibt, oder auch in Arealen zu denken oder gar in ganzen Quartieren. Wunderbar, Herr De Poli, und auch Herr Dr. Siebert, vielen Dank für die auch sehr breite Beantwortung dieser Frage. Also auf der einen Seite vom Vergabeprozess heraus sehr prozessual und auch organisatorisch zu denken, und Sie, Herr De Poli, nochmal von der ganz, ganz technischen Seite. Ich würde gerne das Stichwort gebäudeübergreifende Energieoptimierung nochmal aufgreifen, weil das eigentlich eine sehr gute Überleitung auch zu der nächsten Frage ist, an Sie, Herr Dolewski, und Herr Dr. Siebert. Und zwar nämlich in der ganzen Diskussion um den weltweiten, um den Klimawandel und auch die politischen, rechtlichen Kontext, die zugrunde liegenden Ziele, wie jetzt beispielsweise das Dekarbonisierungsziel, was wir schon genannt hatten. Erstens so ein bisschen die Frage, es fehlt ja an ganz konkreten praktischen Zielen. Ich glaube, das merkt jeder von uns, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und insbesondere, dass man auch spezifisch für die verschiedenen Anwendungsbereiche wird. Die Frage als erstes an Sie, Herr Dolewski: Was gibt es denn für, ich sage ganz bewusst, digitale Ansätze zur Zielerreichung, was Nachhaltigkeit angeht? Ja, vielen Dank, Herr Hagenschulte. Ich möchte da auch gleich den Ball nochmal aufgreifen, den mir sozusagen der Herr De Paoli fast vors Tor geworfen hat. Es geht um das Thema Synergien. Also dieser Synergiegedanke, den will ich gerne nochmal ein bisschen aufgreifen, weil das ist das Credo im Grunde genommen, mit dem wir arbeiten. Im Grunde genommen ist es so, wenn Sie optimieren oder wenn Sie solche Themen machen, dann haben wir alle ein Bauchgefühl. Doch dieses Bauchgefühl, das täuscht häufig. Das heißt also, wir kommen da zu Ergebnissen, bei denen wir eine Gefühlslage haben, wo wir sagen, okay, das müsste eigentlich so funktionieren. Und dieses Bauchgefühl, und das haben wir in der Praxis häufig gesehen, das täuscht doch sehr häufig. Wir gehen im Grunde genommen einen ganz anderen Weg. Wir nennen das digitale Dekarbonisierung. Bei der digitalen Dekarbonisierung, das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, Herr Hageschulte, geht es darum, dass wir im Grunde genommen die Wirklichkeit einer ganzen Stadt oder eines Areals, eines Industrieparks in seiner Gesamtheit erst einmal abbilden. Das ist sozusagen der große Ansatz, weil wir eben im Großen an diese Themen herangehen und diese als digitalen Zwilling darstellen. Es entsteht ein digitales Modell, das ist im Grunde genommen diese erste Phase einer solchen Arbeit, dieses digitale Modell, was da entsteht, das hilft uns, überhaupt alle denkbaren Kombinationen zu ergründen, die man vor Ort haben kann. Das heißt, wir gehen dort nicht nur von der Einzelthematik aus, sondern eben von der ganzen Stadt, vom ganzen Industrieareal, das kann auch sehr groß sein. Stellen Sie sich einen großen Chemiepark vor, stellen Sie sich einen großen Stadtteil vor. Das wird in seiner Gesamtheit als Energieanlage dargestellt und dann bewertet. Im zweiten Schritt passiert dann die datenanalytische Verbesserung. Das heißt also, wir haben im ersten Schritt gesehen, wir schauen uns erstmal an, dass wir die Realität, das ist, in einen digitalen Zwilling bringen, vom Ansatz eines großen Areals als Beispiel. Und im zweiten Schritt gehen wir dann so weit, dass wir sagen, gut, wir haben jetzt die Daten und die werden wir jetzt datenanalytisch optimieren. Wir schauen uns im Grunde genommen an, alle Energieanlagen an einem Standort, also stellen Sie sich das so vor, Sie haben an einem Ort natürlich Heizungsanlagen beispielsweise, Sie haben Wärmespeicher, PV-Anlagen und das Entscheidende, auch die Verbraucher, also manchmal das Maschinen oder andere Großverbraucher bis hin zu Leitungen, also auch Leitungen, beispielsweise gerade im Bereich Heißdampf für die Wärmeversorgung, schauen wir uns das an in seiner Gesamtheit für ein Areal. Und können dann auf dieser Basis, und das ist das Entscheidende, und das ist auch das Neue, wir können dann sagen, hoppla, wenn wir uns das alles gemeinsam ansehen und dieses ganze Areal nicht nur isoliert ein Haus ansehen, dann haben wir tatsächlich ein Energiesystem, das insgesamt wesentlich weniger kostet. Und zweitens, und das ist das ganz besonders Gute, und das schließt sozusagen Ihre Frage ab, dass auch die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren kann. Mhm. Wunderbar, herzlichen Dank. Das werden wir gleich nochmal in einer der nächsten Fragen nochmal vertiefen. Ich würde gerne den zweiten Teil der Frage nochmal an Sie, Herr Dr. Siebert, richten. Und zwar nämlich, ich sprach ja eingangs von den smarten Nachhaltigkeitszielen, die oftmals noch sehr, ja, oder nicht sehr greifbar sind. Wie kommen wir denn aus Ihrer Sicht zu smarten Nachhaltigkeitszielen, im besten Fall sogar je Anwendungsbereich? Ja, vielen Dank. Ich möchte aber nochmal die Vision
kurz aufgreifen, die Herr Dolezky eben vollkommen richtig geschildert hat, dass man eben eine ganzheitliche Betrachtung hier sogar eines gesamten Stadtteils vornimmt über die Betriebsphase und über den Lebenszyklusphase hinaus. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, genau das ist richtig und das ist wichtig, das müssten wir tun. Wir müssten auch die Betriebsphase mit in den Fokus nehmen, wenn wir Bauvorhaben bewerten und ihre Wirtschaftlichkeit und ihre Nachhaltigkeit bewerten wollen. Aber was machen wir denn derzeit? Derzeit blenden wir bei der Vergabe und bei der Entscheidung für die Realisierung eines bestimmten Projektes oder einer bestimmten Planung diese Betriebsphase weitgehend aus. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Wir müssten vielmehr den gesamten späteren Gebäudebetrieb mit einbeziehen in unsere Betrachtung, um überhaupt nachhaltig agieren zu können. Und das kommt nach unserer Auffassung derzeit noch viel zu kurz. Und Herr Dolezky hat es geschildert, die digitalen Methoden bieten uns dafür das Werkzeug, um eben auch eine solche Betriebsphase auswerten zu können und vor allem, glaube ich, auch um sie für einen Vergabeprozess hinreichend objektiv und transparent bewerten zu können. Denn das ist ja ein häufiges Problem. Den Preis kann jeder von uns am Schreibtisch, jeder Vergabebeamte relativ leicht bewerten. Er kann gucken, ist der Preis bei dem Bieter A höher oder niedriger. Das ist einfach. Aber die Nachhaltigkeit eines Realisierungsvorschlages zu bewerten, wird sehr, sehr viel schwieriger. Und da kommt Herr Dolezky mit seinem Vorschlag und seinen Konzept über digitale Methoden eben auch die Nachhaltigkeit in der Betriebsphase zu bewerten. Das sollte viel stärker berücksichtigt werden. Und Herr Hagenschulte, um Ihre Frage dann nochmal weiter zu beantworten, das wollte ich nur nachschieben nochmal, weil ich das einen sehr guten Aufschlag von Herrn Dolezky fand. Was müssen wir konkret tun? Ja, wenn wir auch vielleicht mal weggehen vom Hochbau, wir müssten vielleicht auch beim Verkehrswegebau, beim Tiefbau mal schauen, was für Transportwege fallen überhaupt an bei der Realisierung des Bauvorhabens. Da werden oftmals auch die Weichen von Seiten des öffentlichen Auftraggebers falsch gestellt, weil er nach unserer Auffassung, ist das sehr fraglich, Baumaterialien vorgibt, die beispielsweise aus Asien oder aus Indien hierher transportiert werden müssen. Natursteine sind das in aller Regel. Das löst immense Transportkosten aus. Das löst oder verursacht eine immense CO2-Belastung. Und wir diskutieren ja nun gerade auch sehr intensiv über das Lieferkettengesetz. Wir haben es nicht in der Hand zu prüfen, ob in Indien oder in China Kinderarbeit durchgeführt wird, um diese Natursteinplatten herzustellen. Und da muss sich auch mal der Auftraggeber fragen, ist das notwendig, brauchen wir das? Oder anders ausgedrückt, könnten wir nicht vielleicht auch mit Standardleistungsverzeichnissen hier arbeiten und solche Produkte im Interesse der Nachhaltigkeit einfach vermeiden, um diese immensen Transportwege zu vermeiden? Es gibt noch weitere Beispiele, die Zeit drängt hier so ein bisschen, deshalb will ich das nicht zu sehr ausdehnen, aber das Stichwort natürlich Einsatz von Recyclingmaterial, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir bauen Material bei der Reparatur von Straßen ab, deponieren es oder entsorgen es und schaffen neues Material ran und denken nicht darüber nach, ob man diese Ausbaustoffe auch wieder im Recyclingwege einbauen kann als Bauprodukte, als Baustoffe. Das fordert die Nachhaltigkeit auch, dass wir da mal umdenken. Verstehe schon, was Sie meinen. Also finde das auch gut, dass Sie da nochmal so eine wirklich sehr ganzheitliche Betrachtung machen, was diese Zielerreichung angeht, sondern wirklich über das Quartier, über dieses einzelne Projekt hinausgeht, die ganze Lieferkette zu betrachten. Das macht definitiv Sinn. Sie hatten es ja schon angesprochen, wir wollen natürlich in der Zeit bleiben. Ich würde dann direkt übergehen zu der nächsten Frage an Sie, Herr Dolezky und Herr De Paoli. Wir wollen nochmal das Thema smarte Technologien, was wir eben angerissen haben, nochmal ein bisschen vertiefen. Was muss man denn, und das eine oder andere Anwendungsbeispiel haben wir gerade schon gehört, digitaler Zwilling, IoT, das sind so die Stichworte. Was gilt es denn hier konkret zu beachten, wenn ich solche Technologien einsetze im Rahmen des Prozesses? Und vielleicht, welche konkreten Besonderheiten muss denn jetzt auch der kommunale Gebäudebestand jetzt berücksichtigen? Herr Dolezky, vielleicht mögen Sie da nochmal direkt anfangen. Ja, vielen Dank. Bitte erlauben Sie mir einen Vorsatz, bevor ich dann Ihre Frage, Herr Hagenschulte, beantworte. Einfach einen Vorsatz zu dem Thema, was dieser digitale Zwilling oder diese digitale Dekarbonisierung ist. Es gibt heute schon eine ganze Reihe von Lösungen. Die sind ja auch bekannt. Es gibt die digitalen Technologien, eignen sich ja bereits heute auch, um bereits Treibhausgasminderung zu realisieren. Was es eigentlich nur heißen soll, digitale Dekarbonisierung ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal im Sinne von, dass das zum ersten Mal so etwas tut. Das gibt es bereits.
Aber entscheidend, und dann komme ich gleich auf den Inhalt, digitale Dekarbonisierung, so wie wir es verstehen, ist ein komplett neuer Ansatz. Und warum ist dieser Ansatz neu? Und jetzt komme ich sozusagen zu der inhaltlichen Frage. Der ist deswegen im Grunde genommen neu, weil er weitergeht. Also die herkömmlichen Ansätze greifen aus unserer Überzeugung und nach den Projekten, die wir bisher gemacht haben, das sind weit über 10 Stück, greift einfach zu kurz. Das heißt, das müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie eine Stadt sich ansehen oder einen Straßenzug oder ein Gebäude in einer Straße und es für sich alleine optimieren und sich ansehen, dann haben Sie eine Form von funktionaler Exzellenz. Sprich, Sie haben die Komplexität ignoriert der Außenwelt. Sie haben sich auf ein Gebäude, meinetwegen die Heizungsanlage oder Kühlanlage, konzentriert. Und die haben Sie mit digitalen Technologien verbessert. Das machen wir nicht, weil wir sagen, wir schauen uns die Gesamtheit, so wie es auch gerade schon angedeutet wurde und Herr Dr. Siebert freundlicherweise auch schon aufgegriffen hat, wir greifen die Gesamtheit der Technologien auf und der Rahmenbedingungen. Also die Komplexität, sowohl prozessuale Komplexität als auch physikalische und andere Komplexitätstreiber schauen wir uns im Toto an, in dem System, und machen dann einen zweiten Schritt. Nachdem wir uns das als komplexitätstreibende Faktoren angesehen haben, gehen wir noch einen Schritt weiter. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt. Wir sind technologieoffen. Was heißt das? Digitale Dekarbonisierung vom Ansatz her geht einen technologieoffenen Ansatz, indem es sagt, dass wir nicht, und das ist wirklich ganz wichtig, dass wir nicht von vornherein eine Technologie festlegen. Wir sagen nicht, für die Optimierung irgendeiner einer Fragestellung, sei es eine Industrieanlage, sei es ein Gebäudekomplex, sei es eine Wohnanlage, was auch immer Sie sich vorstellen können. Also es muss immer Energie verbraucht werden. Dann ist es für unseren digitalen Zwilling wichtig. Irgend so eine Anlage, wenn wir uns die anschauen, dann legen wir im Vorhinein nicht fest, welche oder normalerweise nicht fest oder empfehlen unseren Kunden das, nicht festzulegen, welche Technologie wir einsetzen und auch nicht den Hersteller. Das machen wir auch auf gar keinen Fall, auch wenn wir von Siemens sind. Wir sind da völlig neutral in diesem Beratungsansatz, dass wir sagen, prinzipiell geht es um die Technologien. Und das ist der entscheidende Punkt. Als einfaches Beispiel, um das mal zu erkennen, wir gehen nicht hin und besiedeln eine neue Insel, wo es noch keine Spezies gibt, indem wir sagen, wir wollen dort nur Elefanten hinsetzen, sondern wir sagen, diese Insel, die wir da haben, da schauen wir erstmal uns die Topologie und die Biotik an und werden dann erst entscheiden, welche Spezies wir dort aussetzen. Und dementsprechend müssen wir sich das vorstellen, dass wir quasi nicht sagen, nur Elefanten, und sonst komplett offen hineingehen in das Thema, was eigentlich bedeutet, dass wir schlussendlich mit dem Optimierungsverfahren stets den besten Technologiemix überhaupt erreichen können, der in so einem Bereich möglich ist. Okay, vielen Dank für auch die ausführliche Beantwortung. Herr de Boli, wenn Sie vielleicht nochmal so Ihre Sicht kurz ergänzen können. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit, das macht jetzt nichts, aber wenn Sie sich vielleicht einmal ganz kurz fassen könnten hinsichtlich der Punkte, die Sie vielleicht noch zu ergänzen haben. Ich weiß, Sie haben auch einen sehr technischen Background, können bestimmt auch lange dazu erzählen, aber so Ihre Hauptpunkte zum Einsatz smarter Technologien, was denken Sie da? Ja, also Herr Dr. Siebel hat natürlich erstmal völlig recht, dass das Thema Nachhaltigkeit sich natürlich jetzt nicht auf Dekarbonisierung beschränkt. Also wir haben natürlich Fragen des Waste Managements, des Wassermanagements und wo kommen unsere Rohstoffe her, wo kommt unser Beton her, mit dem wir unsere Gebäude bauen. Das sind natürlich auch nachhaltige Fragen, aber die Brücke eigentlich, die uns auch verbindet, ist einfach deutlich zu machen hier heute in der Veranstaltung, dass wir sagen, die Dekarbonisierung als Beispiel macht ja ganz deutlich, dass wir eine Stadt, die wir nachhaltig gestalten wollen, als ein Ökosystem komplett betrachten müssen. Wir müssen es wie ein Organismus betrachten. Wir können nicht, sag ich mal, ganz spezifisch auf ein einzelnes Projekt schauen und sagen, da möchte ich jetzt da Nachhaltigkeitseffekte erzielen. Das ist das, was Herr Dulecki so schön sagte mit dem Bauchgefühl. Also wenn ich eine Investition tätige als Kommune, um jetzt zum Beispiel CO2 einzusparen, dann kann ich natürlich sagen, ich möchte jetzt alle Straßenlaternen irgendwie energieeffizient erneuern. Aber ich weiß am Ende gar nicht, ist der sozusagen der Euro dort am besten eingesetzt? Ist er dort am nachhaltigsten eingesetzt oder hätte es ein anderes Zusammenspiel gegeben, wo wir mittel- und langfristig bessere Effekte erzielen? Deshalb plädiere ich auch ganz klar erstmal dafür, eine ganzheitliche, interdisziplinäre Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Und das muss immer vor jeder Planungsinitiative kommen und vor der Dekarbonisierungsinitiative. Und dann kommt noch als letztes dazu, da bin ich auch fast fertig. Wir müssen von vornherein auf Datenqualität und Datensparsamkeit achten, denn im Zeitalter von Big Data wissen wir eigentlich, dass das Sammeln von Unmengen von Daten
die ja im Gebäude natürlich zwangsläufig anfallen, dass das Sammeln nicht unbedingt zielführend ist. Wir brauchen die richtigen Daten für individuelle Situationen, um damit Hilfe des digitalen Zwillings die Planung und den Betrieb zu optimieren. Und ein letzter Satz bitte noch, bei aller Technik dürfen wir die gesellschaftliche Dimension der Digitalisierung nicht aus den Augen verlieren. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, daher sollten zum Beispiel Barrierefreiheit, Datenschutz und Datensicherheit nach wie vor eine sehr hohe Priorität haben. Ganz herzlichen Dank. Und am Ende, was ich noch ergänzen würde, was ich aus der Diskussion verstehe, ist, dass man am Ende des Tages bei so einer ganzheitlichen Sicht auch mal akzeptieren kann, dass vielleicht ein, wenn man jetzt beim Quartier bleibt, ein Gebäude, ein Quartierbestandteil vielleicht auch ineffizienter sein kann, wenn es halt durch so eine gesamtheitliche Sichtweise vielleicht durch andere sehr effiziente Systeme oder Gebäudeteile noch ausgeglichen werden kann. Sehr gut, dann kommen wir nun zum Abschlussstatement Ihrerseits. Ich würde Sie bitten, wirklich ganz kurz zu halten, nochmal so ein, zwei ganz konkrete Empfehlungen, die Sie auch so aus der heutigen Diskussion mitgenommen haben und auch nochmal an unsere Zuschauer senden möchten. Und wirklich versuchen Sie erstens kurz und zweitens auch nochmal so einen, vielleicht so einen Weg aufzuzeigen. Wo fange ich an? Was ist so der konkrete Werkzeugkoffer, den ein jeder dort mit sich bringen sollte? Vielleicht, Herr Dr. Siebert, Sie noch einmal. Ja, vielen Dank, mache ich sehr gerne. Kurz und bündig, Herr De Paoli und Herr Dolezky haben ja aufgezeigt, welche doch sehr beachtlichen technischen Möglichkeiten die Digitalisierung mit sich bringt, um eben auch die Nachhaltigkeit zu bewerten, nicht nur von Gebäuden, sondern von ganzen Quartieren. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück sozusagen zu den Basics und sage, das setzt natürlich auch voraus, dass wir entsprechende digitale Kompetenzen haben bei unseren Auftraggebern. Und da würde ich gerne ansetzen und auch fordern, dass die Kommunen, die öffentlichen Auftraggeber jetzt konsequent ausgestattet werden mit der Technik und vor allen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort entsprechend geschult werden. Denn ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung für alles. Sonst kommen wir nie zur Umsetzung. Das muss auf jeden Fall jetzt geschehen, dass wir die erste Forderung und die zweite Forderung, das klang ja schon in meinen Statements an, die würde ich im Vergaberecht ganz klar verorten. Wir müssen im Vergaberecht wegkommen von der Billigstpreisvergabe und eben solche hochintelligenten Ansätze, wie Sie die beiden Kollegen eben geschildert haben, auch wirklich honorieren und die Umsetzung solcher Ansätze ermöglichen. Also von daher muss das Vergaberecht weg von der Billigpreisvergabe, sonst ist das Ganze hier wirklich von vornherein zum Tode verurteilt. Und das ist die zweite Forderung. Vielen Dank. Genau, und das Ganze dann nochmal unter der immer weiter angespannteren wirtschaftlichen Lage ist bestimmt eine Herausforderung. Herr Dolezky, Sie noch Ihr Abschlussstatement? Ja, ich glaube, ich kann mich kurz fassen. Eigentlich drei Punkte. Digitale Dekarbonisierung kann es erreichen oder erreicht es definitiv Kosten, Energiekosten und gleichzeitig CO2 oder andere Treibhausgase zu reduzieren. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, nutzen Sie eben einen ganzheitlichen Ansatz, damit Sie überhaupt Komplexitäten erkennen und Optimierungen durchführen können. Und der dritte Ansatz wäre, dass dieses Ganze technologieoffen passieren sollte. Technologieoffen deswegen, damit Sie keine Technologien, die es eventuell gerade gibt, die man vielleicht noch gar nicht kennt, die man irgendwie nutzen kann, dass man eine gute Technologie nicht vergisst oder einfach nicht berücksichtigt. Und im Grunde genommen, wenn wir das alles so machen, dann steht am Ende ein besseres Ergebnis garantiert. Danke. Dann Herr Paoli, Sie als Letztes noch Ihr Abschlussstatement. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Also zunächst sollten wir uns einfach von den vielen Möglichkeiten technischer Innovation nicht verführen lassen. Also man muss nicht alles einsetzen, was jetzt halt irgendwie gerade en vogue ist. Wie gesagt, wir müssen das Big Picture, das gesamte Bild immer im Fokus behalten, immer unter der Priorität, dass der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt stehen. Und dann geht es immer darum, Gebäudeplanung am Ziel einer lebenswerten Urbanität auszurichten. Und da ist eben halt die klimaneutrale Stadt eben halt natürlich das Ziel, das wir anstreben müssen. Und deshalb allerletzter Appell, lassen Sie uns alle die Denksilos verlassen und interdisziplinär agieren. Ja, herzlichen Dank. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich möchte mich insbesondere bei Ihnen dreien ganz herzlich danken für die wirklich gute Diskussion. Möchte jetzt den Abschlussstatements auch gar nicht groß noch was ergänzen, sondern eher vielleicht nochmal diesen Punkt von Ihnen, Herr De Paoli, nochmal hervorheben. Wie können wir denn vielleicht auch mit Gemeindekräften, auch branchenübergreifend, ja, an diesem wirklich herben Ziel oder wirklich deutlichen Ziel der Nachhaltigkeit gemeinsam arbeiten? Und freue mich da eine gute Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank an Sie. Das war es jetzt mit dem Panel.
Ich habe jetzt die Aufgabe, noch ganz kurz die folgende Keynote-Speech anzukündigen. Das ist die Frau Dr. Friederike Köhler-Geib mit dem Titel Die wirtschaftliche Lage der Kommunen, die Ergebnisse des aktuellen KfW-Kommunalpanels. Das wird der nächste inhaltliche Beitrag sein. Sie haben jetzt in den nächsten 15 Minuten nochmal die Möglichkeit, uns, das heißt die Sprecher und mich, in einem kleinen Mini-Networking-Format zu treffen. Ich glaube, wo Sie das finden werden, das wurde Ihnen schon mitgeteilt auf der Plattform selber. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht den einen oder anderen Punkt gleich nochmal vertiefen können. Ganz herzlichen Dank.